weil kann man auf jeden Fall gebrauchen. Kann es sein, dass wir ein volles Inventar haben? Na komm, den einen Dreckblock schmeißen wir jetzt weg. Braucht man nicht. So, da haben wir hier noch ein bisschen Eisen. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist Rose oder Rose Gold. Das brauchen wir nicht. Da ist Redstone, also Super Redstone. Das ist okay. Hier ist nur noch ein bisschen Kohle. Ich muss jetzt hier so ein bisschen filtern. Da ist noch Lapis. Da ist noch Lapis. Das hier nehmen wir mit. Oh. Dann kommt das Diorit weg. Scheiß drauf. Das will ich auf jeden Fall haben. Der Skyrim-Soundtrack ist auch ein sehr, sehr cooler. Das ist, glaube ich, wieder Blei. Das liegt für mich Blei im Magen. Oh, das ist schlimm, sobald ich jetzt hier so summen oder versuche zu summen, muss ich husten. Das ist grauenvoll. Richtig, richtig grauenvoll. Das könnte Stahl sein. Das könnte Stahl sein. Bitte sei Stahl. Yes! Sehr geil. Sehr, sehr gut. Blumen? Okay. Das ist Kohle, glaube ich. Alter, wo sind wir denn hier schon wieder gelandet? Oh scheiße, da ist ein Bombenfred. Da ist ein Bombenfred. Ich fliege. Ich will nicht fliegen. Ich will nicht fliegen. Dankeschön. Schnell raus hier. Wir müssen unseren Stoff in Sicherheit bringen, Junge. Das müssen wir jetzt ganz schnell machen. Und dieses Lispel ist überhaupt nicht absichtlich. Das werden bestimmt wieder irgendwelche Leute total beleidigen, dass ich hier lispel. Auf jeden Fall. Weil sich im Internet sofort jeder beleidigt fühlt. Ich habe eine andere Meinung, deswegen habe ich sie sofort beleidigt, weil ich meine andere Meinung gesagt habe. Es ist so, ja. Wie gesagt, im Internet sind Arschlöcher wie Meinungen. Jeder hat halt eins. Es ist wirklich so. Und jeder, also wirklich, wo geht's nach Hause? Da. Und wirklich jeder wird dir seine Meinung sagen. Auf jeden Fall. Du brauchst nicht nach den Meinungen der Leute zu fragen. Wenn sie eine andere ist als deine, dann werden sie es dir mitteilen. Das wird auf jeden Fall passieren. Das ist so wie Veganismus. Du brauchst einen Veganer nicht zu fragen. Nein, er wird es dir sagen, dass er ein Veganer ist. Du fragst einen Veganer nicht. Nein, sie sagen es dir schon. Und genauso ist das auch mit Meinungen. Ich brauche unbedingt da so ein... So. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Sehr gut. So. Und wir machen uns jetzt erstmal ganz kackendreist Stahl. Stahl hart in die Fresse. Der kleine Timmy... 10 Jahre alt, hat heute zum ersten Mal Call of Duty gespielt. Ich hau dir ins Gesicht, du Arschloch! So klingt das. Ungefähr. Geschätzt. So, Kirschbomben kommen mal da rein und plötzlich explodiert die Kiste. Das Problem ist, ich habe so dermaßen viele Spitzhacken dabei, also 4 Stück. Das ist, würde ich mal behaupten, einigermaßen viel. Und wir kriegen die eine nicht mehr abgebaut, weil... Bevor die auch nur ansatzweise abgebaut ist, ist unser Inventar schon dreimal voll. Ach ja. So. Ich merke aber auch gerade, wie meine Stimme ein bisschen anfängt abzubauen und meine Nase immer weiter zugeht. Deswegen werde ich jetzt an dieser Stelle die Aufnahme vielleicht für heute beenden. Dann kann ich das noch ein bisschen durchführen und auch wieder ein bisschen weiter am Let's Show arbeiten. Weil ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon gemerkt habt. Jedes Mal, wenn ich was im Let's Show mache, mache ich davon Screenshots. Und diese Screenshots, die werden benutzt in den Thumbnails.
Das heißt, das, was ich quasi so alles am Bauen bin, das sieht man dann, ja, immer in den Thumbnails. Oder beziehungsweise die Bilder, die ihr in den Thumbnails seht von dem Let's Play Minecraft, das ist aus der Let's Show-Welt. Das sind quasi immer wieder so kleine Screenshots. Ich werde natürlich auch irgendwann mal vielleicht ein eigenes Let's Show oder Let's Zeig machen. Ich werde es da wahrscheinlich auf keinen Fall Let's Show nennen, weil ansonsten kommen 90% der Leute irgendwie hier rein und schreiben erstmal, du Arschloch, ich wollte Gronks Let's Show haben und du bist ein Hurensohn, weil alles Kacke, was du Arschloch machst, das ist nur von Gronk geklaut, du Hurensohn, wie kannst du es wagen zu leben oder zu atmen, du Missgeburt. Und so wahrscheinlich wird es noch wesentlich extremer sein, weil jedes zweite Wort Hurensohn sein wird, aber naja. Ja, das sieht exorbitant scheiße aus, finde ich. So. Eigentlich? Boah, dramatische Musik. Hm. So. Und so. Warum eigentlich nicht? Das könnte lustig sein. Oder lustig aussehen. Da habe ich noch was Holz. Ich nehme jetzt die hier, damit ich die loswerde. Das wird nicht reichen, ne? 6. 12 brauche ich. Ich habe 11. Schade, es reicht nicht. Egal, dann lassen wir es so. So. Ich guck mich hier nochmal ein bisschen gemütlich um und ja, ich würde sagen, wir haben heute... Doch, wir haben wieder ein bisschen was geschafft. Wir haben das Haus, die erste Hauserweiterung gebaut. Die nächste wird dann wahrscheinlich... Ja, entweder diesen Kleingang hier nutzen und dann hier weiterbauen, so... Keine Ahnung, vielleicht da so hin. Da wird dann auch die Forge vielleicht hinkommen und mal gucken. Also da haben wir ja noch einiges offen. Wir können ja auch noch in die Höhe bauen. Da sind ja alle Möglichkeiten offen. Das ist ja das Schöne an Minecraft. So, ja, ne? Also ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dicken Dank fürs Einschalten. Ich freue mich immer, wenn mal so ein bisschen was kommt und wenn auch ein paar Leute das sehen. Ist mir dann so ja, egal, wenn es gedisliked wirkt oder so. Ne? Klickt, was ihr wollt. Ist ein freies Land, kommentiert, was ihr wollt. Aber, naja, wenn nicht Hashtag Geißelung davor steht, wird es halt geblockt. Ne? Ich warne euch nur mal davor. Gut, ne? Und von daher, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Grüßt mir den alten LeChuck und wen auch immer. Und dicken Dank fürs Einschalten. See ya, Leute. Willkommen, hier in unserem schönen Land, diesmal sogar ohne Schädelland, ja, frag mich nicht. Willkommen zurück bei Let's Play Minecraft, yeah, voll Gangster-Shit und so, nee, Quatsch, ich hab mal den Shader wieder rausgenommen, weil ich mal wieder in der anderen Welt unterwegs war und meine Herren, irgendwas... Irgendwie zieht die hier gerade nach, die Tastatur, ich weiß nicht warum, aber egal, das soll uns jetzt nicht aufhalten, wir haben einiges an Spitzhacken dabei, haben ein leeres Inventar bis auf 2-3 Holz, das ist grundsätzlich ja schon mal nicht schlecht. Wir nehmen uns auf jeden Fall nochmal ein bisschen Holz mit, weil wir es können, so, das reicht. Brauchen wir sonst noch irgendwas, was ist das hier eigentlich? Iron House Armor, achso. Kohle, wir haben noch 35 Fackeln, finden aber bestimmt im... Ach, da ist noch Stahl. Stimmt, ich habe Stahl. Warte mal, Moment mal, dann machen wir aber vorher mal was. Und zwar... Oh, guck mal da, ein Wasserrad. Ja, geil. Wo setzen wir das denn mal hin? Mal abgesehen davon brauchen wir auch irgendwie dann noch einen Dynamo, ne? Wie geht denn der? Das gucken wir doch mal. Wo ist denn der? Dynamo. Generator Block. Heavy Engineering. Da heißt doch, glaube ich, auch Dynamo oder so, ne?
Oder ist das, brauchen wir dafür einen Generator-Block? Kinetic Dynamo. Ich glaube, den braucht man. Thermoelectric Generator. Den hier müssen wir, glaube ich, haben. Das heißt, wir brauchen dafür Redstone, Eisen. Und das ist Copper Coil. Dafür brauchen wir Low Voltage Wire Coil und Copper Wire. Copper Plate und Scheren. Okay. Wir haben doch bestimmt hier so ein bisschen Kupfer, ne? Das haben wir. Haben wir auch ein bisschen. Wir haben ein bisschen Eisen in unserem Scheißland gefunden. Ist die Kiste jetzt sortiert? Nein, ist sie nicht. Das ist schade. Aber wir haben Kupfer in unserer Kiste. Ja. Ihr dürft mich jetzt schlagen. Hab ich noch den Engineer's Hammer? Ich spare mir jetzt das Indomine Patre und so, ne? Das könnt ihr euch jetzt selber ausdenken. So, wir haben Kupferplatten. Krieg ich auch eine Schere zusammengeschustert? Das wäre superb. Da haben wir Eisen. Falls es nicht aufgefallen ist, ich habe auch das Texture Pack mal wieder gewechselt, weil ich hatte Lust auf einen Tapetenwechsel. Irgendwie musste das sein. Wird öfter passieren. Ich warne euch direkt vor. So, noch einmal 4, dann machen wir uns daraus direkt nochmal ein bisschen Kupferkabel. Hallo? Warum geht das daraus nicht? Ach so, weil ich doof bin. So, erst Platten draus machen. Nein, nicht die schneiden, dann das. So, okay. Wir brauchen noch ein paar Stickies. Habe ich noch anderes Holz hier in der Truhe irgendwie? Ja, habe ich. Dann machen wir uns hier raus nochmal kurz ein paar Sticks. Oh mein Gott, ich habe das letzte dunkle Holz gebraucht. Egal. So und so. Reicht das? 8 Stück daraus kriegen wir eine Coil, glaube ich, zusammengeschustert, oder? Ja, ein Copper Coil. Brauchen wir davon noch mehr? Kinetic Dynamo? Ne, wir brauchen genau ein. Okay. Haben wir Redstone? Wir haben Redstone und wir haben auch Eisen auf Tasche. Geil. So. Zack und zack und zack und zack. Und siehe da, ein Kinetic Dynamo. Perfekt. Haben wir eigentlich irgendwas, was wir mit dem Strom anstellen wollen? Ich habe keine Ahnung. Wir brauchen Kabel, ne? Copper Wire. War das damit? Tesla Coil. Wir wollen auf jeden Fall hier die. L-Wall, Wire Relay, Wire Connector. Hardened Clay und Iron Ingots. Davon kriegen wir 4 raus. Wie viel Clay haben wir denn am Starterino? Genug. Also ich frage mich gerade, warum das hier so nachzieht teilweise. Also die Steuerung wirkt so, ja, ich sag mal, nachgezogen gefühlt. Also wirkt ein bisschen strange. So, machen wir uns noch ein paar mehr von dem Kupferstuff? Brauchen wir das überhaupt? Ja, wir müssen ja auch Kabel machen, ne? Ich frag mich aber echt, welches da genutzt werden muss. Einfach hier das, das doch bestimmt nicht. Hier bestimmt das Kabel, oder? Electrum Wire. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich glaube, ich habe den hier jetzt genommen, ne? Mit Hardened Clay. Dann gibt es noch den Low Wire Connector. Low Voltage Connector. Zombies? Ich gehe mal schlafen, ne? Ja. So, dann. Ich glaube, ich muss hier mal jemanden schlachten, oder? Irgendwie höre ich hier schon wieder Stimmen. Oder auch nicht. Okay, gut, dann eben nicht. Ich weiß noch nicht, wo ich das Rad anbringen möchte, ehrlich gesagt. Vielleicht hier so? Dann können wir ja später noch drüber bauen. Dann geben wir dem auch einen Grund, warum das hier sein kann. Dann nehmen wir jetzt einfach mal hier das normale Eichenholz.